Ja, hallo, ich bin's wieder, Andreas. Heute kochen wir mal was Thailändisches. Also ihr müsst nicht zum Thailänder gehen, um was Thai-mäßig zu essen. Das Gericht heißt auf Thai Pad Ka Pao Mu Grob. Das heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie gebratenes Schweinebauch, was aber schon im Ofen knusprig geröstet worden ist. Da haben wir hier als erstes mal Chilis, ganz wichtig in Thailand, aber nicht so diese, was die machen. Die machen das über so scharf, da weiß keiner hinterher, ob das Schwein ist. Hier, guckt euch das an. Das ist Schweinebauch, der war gestern im Ofen. Der wird nachher gleich geschnitten. Dann haben wir hier 3-4 verschiedene Chilis, aber nicht die ganz großen, das sind die ganz kleinen, sondern die, die etwas größer sind, die sind so ungefähr so dick wie ein Finger. Dann sind die nicht ganz so scharf. Die Kerne könnt ihr rausmachen, dann sind sie nicht ganz so scharf. Hier eine Zwiebel, 3 Knoblauchzehen. Hier vom Sellerie und Springen und den Lauchzwiebeln. Dann hier vom Koriander die Blätter alles. Ganz wichtig hier, ein Haufen von Basilikoblätter. Und jetzt fangen wir an, mit dem hier zu schneiden. Also. Als erstes mal längs. Natürlich braucht man dafür ein scharfes Messer. So. Und dann schneidet man sich das hier in dünne 3 mm breite so Stücke. Wer es will, kann es sich noch ein bisschen kleiner hier so schneiden. Dann wird das für mehrere Portionen. Oder wer es halt ein bisschen mehr will, der macht es halt nur so. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich das mache in dem Wok. Ja, das ist knusprig, das bleibt auch so. Der Schweinebauch war gestern eine Stunde im Ofen. Ja, das sieht natürlich schön aus. Das gibt nachher ein richtiges Farbenspiel in der Pfanne. Heute habe ich Hilfe in der Küche. Meine Tochter muss das filmen. Auch nicht schlecht, ne? Ich hoffe, die macht das gut. Sollte aber funktionieren. So, siehst du, jetzt habt ihr hier so eine Streifen dann hier. So 5x5 mm. Dazu braucht ihr nachher noch eine kleine Prise Zucker. Austernsoße, aber ich werde euch das alles unten in der Beschreibung aufführen. So. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr wollt. So, jetzt habt ihr hier. Ja, die müssen nicht alle gleich wie mit einem Dings aussehen. Ja, toll. Auf jeden Fall haben wir das hier gleich geschnitten. Und dann gehen wir rüber zur Pfanne. You keep here your camera. So, das ist hier ein gusseiserner Wok. Der gusseiserne Wok, den liebe ich, der ist toll. Da kommt jetzt rein natürlich nicht irgendwie so ein Schweineöl, so ein Soja. Ich benutze hier jetzt Kokosöl. Das kann man dann auch richtig erhitzen, so 2 Esslöffel. Richtig schön heiß machen. Das dauert einen Moment bei Gusseisen, aber Gusseisen ist natürlich was ganz Tolles. Einmal kurz so schwenken, damit dann nachher nichts am Rand klebt. So. Und jetzt kommt das alles da rein. Ey, du Schwein!
Natürlich geht das je nachdem, wie hart das ist, kommt das der Reihe nach hier rein. Also wir fangen hier an mit dem Chili, die Zwiebel, den Knoblauch, dann diese härteren Teile von den Lauchzwiebeln, der untere und von den Koriander. Und dann ganz zum Schluss kommen halt die ganzen Blätter rein. Ja, dann geht das los. Teig ist nicht nur von dem Teig zu machen. Das Problem ist bei den Teig, die haben zwar tolle Gerichte, aber die versauen die immer mit ihrem MSG, überall. Da kann man denen auch sagen, man will das nicht rein haben, die machen es automatisch rein. Weil die so abhängig davon sind. Ich weiß nicht. MSG ist ja bei denen das Schlagwort. MSG ist Geschmacksverstärker. Das ist ein kristallines Pulver. Und das machen die überall rein. Hier, guckt euch an, wie schön herrlich bunt das wird. Da braucht man kein MSG. Man kriegt da auch so Geschmack hin. Ich weiß nicht, wozu man das braucht. Ja, und so kommen nach und nach die ganzen Sachen hier rein. Die härteren Sachen zuerst hier. Vielleicht ist es bunt und das Grüne dann noch. Die Basilikumblätter kommen ganz zum Schluss. Die brauchen nämlich nur ein paar Sekunden, weil die ja so dünn sind. Anstatt dieser doofen Fischsoße, die so stinkt. Hier kommt jetzt eine ganz kleine Prise Zucker rein, um das Fleisch halt zu karamellisieren. Riecht. Man sollte Geruchsfernsehen erfinden für euch, dann könntet ihr jetzt das schon riechen. Wow! Als nächstes kommen ungefähr 2-3 Esslöffel von der Austernsoße rein. Das waren ungefähr 3 Esslöffel. Und jetzt halt zum Schluss Basilikumblätter. Die werden jetzt hier einfach nur untergehoben, also nicht zu lange. Das braucht jetzt auch nicht mehr viel Hitze. Der nächste Esser ist gerade gekommen, richtig zur Essenszeit hier. So, jetzt haben wir das hier schon fertig. Jetzt könnt ihr das Gas ausmachen. Das war's.